Das Internet, die Medien und dein ganzer Alltag sind voller Informationen. Da ist es manchmal echt schwer, Aufmerksamkeit für ein Thema zu bekommen. Ich bin Sebastian und in diesem Video zeige ich dir, wie du eine Infografik erstellst. Für dich als Peer Scout kann das eine gute Möglichkeit sein, kreativ zu werden, Informationen zu veranschaulichen und auf einen Blick zu vermitteln. Als Beispiel nehme ich den Nutri-Score, eine Kennzeichnung zum Nährwert von Lebensmitteln. Dazu habe ich auf der Webseite der Verbraucherzentrale einen Artikel mit vielen Infos gefunden. Da suche ich nun die wichtigsten raus und fasse sie in einer Grafik hübsch zusammen. Als Zeichentool kannst du zum Beispiel Excalidraw benutzen. Das ist ein browserbasiertes Tool, mit dem du auch kollaborativ, also in Echtzeit mit anderen, zusammenarbeiten kannst. Du findest hier oben alle Zeichen- und Textwerkzeuge. Wenn du etwas gezeichnet oder geschrieben hast, kannst du die Feinheiten im Menü hier auf der linken Seite einstellen. Oben links hast du die Möglichkeit, eine Grafik zu öffnen, zu speichern oder als Bild zu exportieren. Wenn du mit anderen zusammen zeichnen willst, erstelle hier eine Live-Session und versende den Link an deine Freundinnen. Jetzt zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du eine Infografik erstellen kannst. Los geht's! Ich zeichne als erstes einen Rahmen und definiere damit das Format der Grafik. Ich habe mir vorher überlegt, wo die Grafik veröffentlicht werden soll und nehme ein quadratisches Format für einen Social-Media-Beitrag. Beim Aufziehen des Rahmens halte ich die Shift-Taste gedrückt, dadurch wird der Rahmen quadratisch. Die wichtigsten Elemente der Infografik sind Titel und Bilder. Der Titel sollte schnell Aufmerksamkeit erregen, also groß und prägnant und gleichzeitig kurz und präzise sein. Ich nehme hier den Titel "Was zeigt der Nutri-Score an?". Jetzt brauche ich Bilder. Die Bilder sind bei Infografiken meist Zeichnungen, Grafiken, Diagramme oder Icons. Fotos werden bei Infografiken selten benutzt, weil ihr Inhalt meist nicht so schnell zu erfassen ist. Denk bei der Gestaltung immer an deine Zielgruppe. Frage dich, was braucht meine Zielgruppe, um eine Info schnell zu erfassen? Und auf welchem Gerät schaut meine Zielgruppe die Grafik später an? Es macht einen großen Unterschied, ob die Grafik später auf einem großen Poster ausgedruckt oder auf einem kleinen Handy-Display angeschaut wird. Zurück zur Grafik. Da es in unserem Beispiel um den Nutri-Score geht, nehme ich auch die Grafik des Nutri-Scores. Die Originalgrafik kann ich aus Urheberrechtsgründen nicht verwenden. Deshalb baue ich sie mit dem Rechteck und dem Textwerkzeug nach. Hier kann ich Rechtecke mit runden Ecken zeichnen. Die Größe der Formen und Buchstaben passe ich mit der Maus individuell an. Bei der Positionierung der Grafik orientiere ich mich an der Drittelregel, eine Gestaltungsregel aus Fotografie und Film. Dabei wird das Bild gedanklich in 9 gleich große Teile aufgeteilt. Die Objekte im Bild werden jetzt auf den Linien oder den Schnittpunkten positioniert. So wirkt die Grafik harmonisch und die wichtigsten Infos springen dem und der Betrachterin sofort ins Auge. Alle anderen Infos schreibe ich als Text dazu. Dabei ist wichtig, nicht zu viele unterschiedliche Schriftarten und Stile zu verwenden. Bei Excalidraw stehen ohnehin nur 3 Schriftarten zur Verfügung. Ich entscheide mich für diese hier. Wichtig ist auch, dass ich mich bei den Infos auf das Wesentliche konzentriere. Ich wähle nur die nützlichsten und interessantesten aus und präsentiere nicht zu viele Zahlen und Fakten. Die wichtigsten Infos sollten auf den ersten Blick erkennbar sein. Deshalb sind die Überschrift und die Grafik groß, während die Quellenangabe hier unten eher klein geschrieben wird. Zusätzlich sollten Infos, die zusammengehören, auch in der Grafik nah zusammenstehen. So wie diese Auflistung zum Beispiel. Damit es schön übersichtlich bleibt, packe ich den Text in Boxen. Ich zeichne alle Boxen mit runden Ecken. Eines der Grundprinzipien im Grafikdesign ist, dass Formen, aber auch Farben und Schriftarten sich wiederholen sollten. Diese Daumen hier sind kostenlose Icons aus dem Internet. Verwende in deiner Infografik am besten sogenannte freie Icons und Grafiken oder solche, die unter einer Creative Commons Lizenz stehen. Wenn du diese korrekt verwendest, bekommst du keine Probleme mit dem Urheberrecht. Die Quellenangabe habe ich schon hingeschrieben. Die darf ich auf keinen Fall vergessen.
Jetzt kümmere ich mich um die Farben. Die sollten gut zusammenpassen. Hier bin ich eher sparsam, denn zu viele Farben wirken schnell unruhig. Wie du schon gehört hast, ist es gut, wenn Farben sich wiederholen. Deshalb wähle ich für die Box das gleiche Rot wie im Nutri-Score. Und hier das gleiche Grün. Für den Hintergrund wähle ich einen dezenteren Sandton, damit sich die Farben des Scores gut davon abheben. Allgemein gilt, wenn du Aufmerksamkeit erregen möchtest, solltest du kontrastreiche Farben wählen. Ich achte auch darauf, dass ich die Elemente mit unsichtbaren Verbindungslinien anordne. Zum Beispiel bildet diese äußere Kante mit der Kante der oberen Grafik eine Linie. Das schafft Orientierung. Kleiner Tipp zum Schluss. Du hast bei Excalidraw auf den ersten Blick nur wenige Farben zur Auswahl. Du kannst aber jede denkbare Farbe mit Hilfe des sogenannten Hexadezimalcodes eingeben. Für die Bestimmung des Farbcodes und dazu passender Farben gibt es im Internet viele Tools, die du als Hilfsmittel benutzen kannst. Und fertig ist die Infografik. Du hast gesehen, wie man eine einfache Infografik erstellt. Jetzt bist du dran. Viel Spaß beim Ausprobieren.